Einen schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Heute geht's weiter bei mir. Ne? Also ich habe jetzt wieder ein bisschen gearbeitet, getan, gemacht, hast du nicht gesehen. Jetzt habe ich 2 Tage frei. Diese 2 Tage werde ich produktiv nutzen, habe ich mir gedacht. Und einfach mal ein bisschen weitermachen mit den Aufträgen, die ich so in der Hinterhand habe. Ich wurde gefragt, ob ich eine Handyhülle besprayen kann. Und das mache ich mit, das ist für einen iPhone 5, glaube ich. Ja, 5SE, Entschuldigung. 5SE und da soll ein Stitch drauf. Der sieht, wo habe ich ihn? Ich habe ihn hier auf meinem Telefon. Kleinen Moment. So sieht er aus. Der soll da drauf. Und die Farben, die in diesem Bild verwendet werden, die habe ich nicht. Die muss ich mir mischen. Und deswegen habe ich diese ganzen kleinen Spritzen und diese ganzen fiesen Nadeln. Und damit mische ich dann meine Farben. Zusätzlich, weil es auf Plastik ist, muss man so ein paar Dinge beachten. Dann braucht man nochmal so ein kleines Zusatzmittelchen. Ich habe mir das jetzt mal bestellt und habe mir das mal so durchgelesen. Und dann steht hier ganz klar drin, ne, dass hier dieses Produkt besitzt eine chemische Komponente, die dafür bekannt ist, Krebs zu erregen. Das ist doch ganz toll. Wenn man das so liest, so ne, geil. Ne, ist krebserregend, das Zeug, was da drin ist. Alles klar, weißt du Bescheid. Also nicht trinken, nicht einatmen, vorsichtig sein und dann sollte das schon funktionieren. So, jetzt genug gelabert und jetzt geht's hier mal weiter mit dem, was ich so mache. Every time I'm near you, you distort my reality. Why can't I just quit? If I wait here too much longer, I feel like I'm going to blow. Convince myself that you're making me stronger when you've been bringing me low, bringing me low. In all the years you have changed me. Ja, und da bin ich auch schon wieder. Der PC hat mitten in der Aufnahme die Grätsche gemacht. Ich bin mittlerweile so weit. Ich habe das, die Hülle, auf der ich angefangen habe, die ist mir dann währenddessen kaputt gebrochen. Das war so ein billig Import aus Korea. So, wie gesagt, der Stitch ist mittlerweile hier drauf, auf dieser Hülle. Die ist robust, die ist gut, die ist toll, die ist super. Und das ist, sieht nicht so aus, wie die Vorgabe war. Das ist mir dann aber auch ziemlich egal gewesen irgendwann. Ich habe versucht, diesen Stil zu kopieren und habe festgestellt, das ist nicht mein Stil. Ich mag das nicht. Ich finde das doof. Und hab den dann jetzt so gemacht, wie ich ihn machen wollte und wie ich ihn mag. Und hoffe, dass das auch akzeptiert wird. Weil das Schöne ist ja an meiner Arbeit, ne? Du nimmst ein bisschen Aceton, nimmst ein Wattepad und dann ist das ganze Zeug weg. Dann ist dem halt so. Aber ich mache das so, wie ich es richtig halte und ich möchte Spaß dabei haben und ich möchte mit dem Endergebnis zufrieden sein. Da ist mir die Vorgabe, die dann da ist, bisschen, die ist zweit- bis drittrangig, weil es geht tatsächlich, in erster Linie geht es mir darum, meine Fähigkeiten zu verbessern und einen eigenen Stil zu entwickeln. Und einen eigenen Stil kann ich nicht entwickeln, wenn ich Sachen 1:1 kopiere, sondern muss das halt selber machen. Wie gesagt, diesen Stitch, wenn ihr Stitch mal googelt, ne, findet ihr den Stitch auch, wie er so da sitzt in verschiedenen Sachen. Und das hier ist halt der Stitch, wie ich ihn mache. So und nicht anders. Und wie gesagt, das ist mein Stil und ich hoffe, den kann ich in der Zukunft weiterentwickeln und ausarbeiten und weitermachen, ne? Und vielleicht auch nochmal ändern, also auf jeden Fall ändern, es wird ja immer, ne? Wird ja immer mehr und mal kommt was dazu, mal nimmt man was weg und ne? Das ist halt ein Prozess, ein kreativer Prozess, an dem ich persönlich sehr viel Spaß habe und deswegen mache ich den ganzen Spaß ja hier auch. Ne? Es ist ja nicht nur so, um irgendwie ein paar Euro nebenher zu verdienen, sondern es geht tatsächlich darum, geistig fit zu bleiben, neue Sachen zu lernen und auch sich neuen Herausforderungen zu stellen und mal ein bisschen kreativer zu sein und solche Geschichten.
Das ist, darum geht es mir, wie gesagt, um mich selbst weiterzuentwickeln und deswegen sieht der Stitch jetzt so aus, wie er aussieht und trägt meine Handschrift und nicht die Handschrift eines anderen, der irgendwie auf Pinterest da mal ein Bild hochgeladen hat. Das ist, ja, so mache ich den Stitch und so kriegt man den Stitch, wenn man ihn von mir haben möchte. Jetzt dranbleiben bis zum Ende, dann gibt es das Final Result mit den Sternen und dem Mond und dann liefere ich das Ding hoffentlich heute noch ab. Also, macht's gut, bis bald und auf Wiedersehen!